Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Christoph Kemps. Ich arbeite an der Abteilung für Anästhesiologie und interdisziplinäre Intensivmedizin am schönen St. Gertrauden Krankenhaus mitten in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute was zum Atemwegsmanagement sagen darf. Das Management oder Untermanagement versteht man im Allgemeinen ja, dass man aus Ressourcen ein Result macht. Unser Result sollte immer sein, dass wir eine Hypoxie vermeiden. Und die Ressourcen, die wir dafür einsetzen können, sind vor allem die drei Bereiche hier unten, die Maskenbeatmung, die Intubation, die Larynxmasken, das werde ich detailliert darstellen, aber natürlich auch die Untersuchung des Patienten vorher und gewisse Optimierungsbemühungen, bevor es eigentlich losgeht. Und ganz am Ende will ich Ihnen noch eine Technik vorstellen, womit wir unter Umständen noch eine Ressource Beim mehr. Atemwegsmanagement geht es um nicht weniger als die Kernkompetenz der Anästhesisten. Sie bekommen einen Patienten in den Einleitungsraum. Der Patient ist rosig, hat eine gute Sauerstoffsättigung und atmet spontan. Und das ist das, was Sie ihm in der nächsten Es Minute nehmen. ist unsere Kernkompetenz und wir bereiten uns in aller Regel oder sollten uns vorbereiten in einer gründlichen Der Anamneseerhebung. Zweite wesentliche und ganz elementar wichtige Teil ist die Und Patientenposition. zwar Wollen Sie die optische Achse, die rot dargestellt ist, mit der Atemwegsachse in gelb das übereinander nächste bringen? Mal. Muss bei der Narkoseeinleitung ist die Präoxygenierung. Dann würde die Narkoseeinleitung erfolgen und als nächstes die Maskenbeatmung. Ich habe Ihnen Ich jetzt ein paar Beatmungsschläuche mal mitgebracht, wollte Ihnen zeigen, was so markiert sein sollte auf den Schläuchen. Ist einmal, ob das nämlich orale oder nasale Das Atem. bringt Das uns gleich zu einem sehr interessanten Thema. Wie sollten wir nun jetzt eigentlich Die laryngoskopieren? Vorteile der Larynxmaske sind die, dass es sehr einfach zu erlernen ist, also viel einfacher zu lernen als das Intubieren, ist das Einlegen der Gibt Larynxmaske. es Nachteile der Larynxmaske muss man bejahen. Es ist kein sicherer Aspirationsschutz, also gar kein denn Sie können Aspirationsschutz, letztendlich. letztendlich auf allen Ebenen mit der Fieberoptik eine sehr wertvolle Hilfestellung bekommen, sowohl bei der Larynxmaske als auch bei der normalen Maskenbeatmung, als auch bei der videoassistierten Die Laryngoskopie. Masken. Maskenbeatmung, man kann unter Maskenbeatmung, wenn man den Schlitzgürtel zum Beispiel einlegt, auch hervorragend mit der Fieberoptik sich den Weg aufsuchen. Da ist dann schon der Tubus hinten aufgefädelt.